Hallo und herzlich willkommen zum großen Preis von Silverstone. Heute sind wir mit 15 Fahrern dabei und ich habe endlich, wie versprochen, den Co-Kommentator. Das ist der Kimon. Kimon hat richtig viel Ahnung. Der hat Rocket League E-Sport kommentiert und hat auch hoffentlich Ahnung von F1. Und ja, hallo Kimon. Hallöchen miteinander. Ich danke euch, also ich danke dir für die tolle Einleitung. Ich bin nicht der größte Profi in Formel 1, aber ich werde mein Bestes geben, gewisse Situationen zu erkennen und ja, hoffe, dass euch mein Kommentarstil gefällt. Ja. Ich bin auch kein Profi, also von daher. Ja, also heute fahren 15 Fahrer mit, das sind Ölmpur, Silas, Olf, Kilian, Falscher Hase, Sir Tourette, der Wolf, Just Rhymes, Legolas, aka Sagitari, Irivel, Koda, Servus, Negi, Taser und Levi. Wie bereits erwähnt, fahren wir heute auf Silverstone und ja, kurzes Qualifying wie immer eigentlich. Ja, wenn wir mal gucken, ich bin gespannt, was die Jungs für Zeiten fahren werden. Bin ich auch definitiv. Und auch, ob die auch spezielle Strategien dann jetzt schon entwickelt haben. Ja. Wir werden sehen. Vielleicht mit gelben eine Zeit fahren vielleicht. Ist eine Möglichkeit, wenn es sehr gute Zeiten sind. Also bin ich auch mal gespannt, wie sich das da auswirken wird auf jeden Fall. Und ja, wir sehen hier. Entschuldigung, ich sehe reinred. Nee, alles gut. Wir sehen hier auch, dass ja schon ein paar, also dass hier ja der größte Teil eigentlich mit weichen Reifen, mit den gelben rausfährt. Ja. Oh, ein paar mit den Medium, also mit den meisten und zwei falsche Hase und Just Rhymes mit harten Reifen. Ich bin gespannt, was die für eine Taktik verfolgen. Ob die wahrscheinlich wollen die einen One Stop machen und da hat jemand rausgehauen. Oh, Wolf. Ja. Ja, der Fahrer bisher in der Season, der einzige bisher mit 0 Punkten bisher. Versaut Wolf hat 0 Punkte bisher. Ja, versaut sich bisher möglicherweise auch das Qualifying. Das ist schon mal kein guter Start für Williams. Da müssen wir nachher mal kurz nachfragen, oder später mal nachfragen, woran das gelegen hat. Ja. Wie gesagt, halt also. Ich bin wirklich mal gespannt, wie das hier sich auslaufen wird in Silverstone. Wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte der Season ungefähr. Bisher ist Irivel noch vorne, der letztes Rennen Fünfter geworden ist durch einen technischen Fehler. Also gut für deinen Rechner aus. Der war zwei Runden vor Schluss war er erster und dann hat irgendwas mit seinem Rechner nicht gestimmt, dann ist er auf Platz 5 runtergerutscht. Das ist scheiße. Ja, das ist absolut ärgerlich für ihn, obwohl er hat 30 Punkte Vorsprung in der WM aktuell. Vor Legolas aka Sagitari, der Platz 2 erreichen konnte. Der war auch in Österreich ein relativ schlechtes Qualifying, Platz 12 auch, und musste früher auch in die Box. Bin ich gespannt, ob es heute anders ablaufen wird. Wir gucken uns direkt mal die Rundenzeiten an. Das sieht schon mal nach einer soliden Leistung aus. Und Silas. Silas, der letztes Rennen, der hat sogar in Österreich letzte Woche, der ist der allererste Fahrer sogar, der es geschafft hat, der nicht Irivel oder Sagitari ist, ein Rennen zu gewinnen. Zwar mit Glück, aber bin ich gespannt, was der heute macht für Racing Point. So, da haben wir die ersten Zeiten, die jetzt reinkommen. Ja. Können wir jetzt natürlich noch nicht viel drüber aussagen. Da werden wir noch warten müssen, bis die restlichen Zeiten kommen. Aber da sieht man schon, das sind schon mehrere Fahrer nah beieinander. Ja. Die 1,27er Marke. Ja, da hat sich wer gedreht, das war Severus. Ich glaube, das war Severus, der sich rausgedreht hat da. Ja, da sehen wir uns auch. Vielleicht zu schnell in die Kurven gegangen. Generell Maggots und Baggots, das sind schon harte Kurven. Da kann man sich schnell mal drehen, wenn man zu viel Tempo reingeht. Ah, die Frage ist auch, mit welchen Fahrhilfen die hier fahren. Ja, also soweit ich weiß, es gibt manche, die fahren mit Idali, manche auch ohne. Zum Beispiel Irivel und Sagitari, also Legolas, die fahren beide ohne. Irivel ist am Anfang mitgefahren und dann ohne Ideallinie. Also, ich weiß halt nicht gut. Manche fahren, viele fahren mit Lenkrad, ein paar wenige mit Control. Wir haben sogar einen, der mit Tastatur fährt, das ist der Wolf. Ja. Ist aktuell, glaube ich, 6. Das aber aus technischen Gründen geschuldet, wegen seinem Lenkrad. Bei ihm ist natürlich verständlich, wenn du mit einer Tastatur spielst, kannst du nur mit Fahrhilfen fahren. Das ist klar auch. Aber dafür, dass du aktuell Platz 6 oder 7 in der WM ist eigentlich respektabel dafür.
Und hier sieht man aber auch ganz schön die verschiedenen Niveaus, möchte ich jetzt sagen. Ich meine, Legolas fährt hier mit dem Medium-Reifen. 1.27.05, wobei Cola, ich weiß nicht, ob die voll aufgedreht haben, aber Cola fährt in 1.27.2. Also ich sag, Cola ist, sag mal so, der ist immer so Platz 6, also 5 bis 7 zu finden überwiegend. Der war auch letzte Woche, glaube ich, Platz 2 sogar im Qualifying gekommen, hatte dann aber ein Pech durch den Frontflügel geschaut und darauf ist er ganz am Ende dann auf Platz 10 noch gerutscht. Da hat er mit Red Bull die Strategie nicht ganz so gepasst letzte Woche in Spielberg. Aber wie gesagt, die Woche kann wieder alles anders sein. Andere Strecke, andere Möglichkeiten. Ich meine, man hatte die Möglichkeit, außerhalb jetzt von länger zu trainieren. Ja, es gab. Das sieht man auch Just Rhymes, wenn man jetzt mal drauf geht, fährt er direkt 1,2 Sekunden schneller schon. Also der hat auch noch Potenzial nach oben. Ich bin gespannt, wie viel er noch mit den harten Reifen rausholen kann. Definitiv. Ob er da an die Topspitze rankommt. Oh, die ersten Achterklappen sind nur ausgerüstet. So. Ich bin halt auch gespannt, wie es dann im Rennen wird mit dem Wetter. Das ist auch ein Faktor natürlich. Hast du schon eine Wettervorhersage? Wettervorhersage hat man leider im aktuellen F1 noch nicht, in dem jetzigen nicht. Die muss ja gucken, wie es ins Wetter wird. Also ich habe die Information bekommen, aber bisher ist es relativ bewölkt. Aber ich glaube nicht, dass im Qualifying nochmal Regen kommen wird. Gut, im Rennen, das weiß ich natürlich auch nicht, kann ich nicht einschätzen, aber vielleicht wird es bewölkt und leichter Regen, aber es kann auch komplett schönes Wetter werden. Ist echt schade, dass es diese Einstellungsmöglichkeit und diese Informationsmöglichkeit nicht gibt. Im aktuellen F1. Das ist echt schade. Und Severus kommt jetzt raus und ist in seine Outlap. Ja. Da muss natürlich nach dem Dreher sich neue Reifen holen. Auf jeden Fall. Weil ich sag mal so, die 1.28 wird auf Platz 9 definitiv nicht reichen. Also, nein, muss noch ein Zeit kommen. Sicher nicht. Weil es für ihn, glaube ich, ein Erfolg sogar wäre. Er sagt, aktuell 16. im Bereich Konstrukteur in der Wertung. Wobei es mit Force India nicht mal schlecht aussieht. Die sind aktuell Platz 3 sogar oder Platz 4. Ich habe gerade die Tabelle nicht auf dem Leben. Top. Ich mach's mir gerade auf. Das war die nicht aktuell bei Kraus, der andere Renault-Fahrer, die aktuell schwer aktualisieren konnte. Halt. Aber ich hoffe, die wird uns auch nachgereicht im Laufe der Tage. Wir können nächste Woche dann in. Was wird nächste Woche? In Hockenheim, glaube ich, ne? Nächste Woche ist Hockenheim, genau. Ja, in Hockenheim werden wir dann hoffentlich wieder eine aktuelle Tabelle haben. Bin ich mir sicher. Gut Platz gemacht hier, faires Fahren auch. Ja. So. Und Legolas wieder auf der Outlap. Dieses Mal aber mit soften, mit den weichen Reifen. Aber ich bin jetzt echt gespannt, was der noch rausholt. Das wird immer gesagt, zwischen den verschiedenen Reifen gibt es immer eine Sekunde ungefähr Abstand. Mal gucken, ob er seine 1,26 schafft. Im gelben Sektor, in Sektor 3 gibt es eine gelbe Flagge. Sektor. Wahrscheinlich zu weit rausgekommen oder so. Möglich, oder zu langsam oder kein Sprit mehr. Oder Reifen einfahren. Ist das auch schon mal passiert, kein Sprit mehr? Das gab es sogar in. Da gab es einen Dreher in der Kopfskurve, habe ich gerade auch gesehen. Von Legolas. Das gab es sogar. Red du. Ja, wir reden kommentieren das erste Mal zusammen, da gibt es vielleicht noch leichte Abstimmungsschwierigkeiten, aber das kriegen wir hoffentlich hin. Also, red du. Legolas. Offenbar hatte gerade Schwierigkeiten. Er hat sich fast rausgedreht. Um nochmal auf die Spritfrage zurückzukommen, in Spanien gab es das tatsächlich sogar. Da war es zwischen Sutoret meines Wissens und Silas, die haben sich gebettelt und es war ein Duell zwischen das 3 und 4 und der letzten Kurve, oder auf der Zielgeraden geht Sutoret der Sprit aus und Silas kommt noch gerade so vorbei, 10 Meter vom Ziel. So, ich bin jetzt bei Erivo und gehen
davon gesehen hat, verbessert er gerade seine Zeit. Um 0,2 jetzt, also 0,2 Sekunden. Ich bin gespannt, ob er mit den harten Reifen, also mit den mittleren Reifen jetzt, vielleicht noch Cola holen kann. Das wäre auf jeden Fall krass. Also mit den Mediums könnte man auf jeden Fall nochmal richtig gut raus, wenn man es verbessern würde. Kaum zu glauben, wenn man dann auf die gelben gehen würde. Können wir auch nochmal rausholen. Ja. Megi macht sich auch inzwischen, dann ist auch eine passable Zeit, sagen wir es mal so. Platz 4. Rivi jetzt 0,3 Sekunden, da fehlt noch ein bis zwei Zehntel und dann holt er das hier raus. Ich finde es echt krass, wie Williams gut mit dabei ist. Was waren wir Rivi jetzt gut mit dabei? Verbremse von Rivi. Oh. Ja, das könnte das halt Zeit gekostet. Das hat viel Zeit gekostet. Man viel weiß ich jetzt nicht, aber wird auf jeden Fall was gekostet haben. Das hat jetzt zwei Zehntel hat das jetzt gekostet auf der Zeit. Aber so Tourette hat eine Zeit gefahren. 1,26,7. 1,26,7. Mit den gelben. Nicht schlecht von Ferrari, ne? Nee, das könnte eine Kampfansage werden. Das könnte echt eine Kampfansage werden. Vor allem jetzt ist es noch ein bisschen ruhig. Das heißt hier ruhig, aber jetzt gegen Schluss kommen nochmal die richtigen Rundenzeiten. No. Und dann wird es nochmal richtig spannend, weil da halt alle nochmal alles rausholen aus den Reifen, die sie haben. Definitiv. Da wird nochmal viel gegeben werden bei jedem Team. Was wohl immer signifikant zu erkennen ist bei Silas im Laufe der Season auf jeden Fall in seinen Qualifyings. Er hört immer erst am Ende die großen Runden. Am Anfang macht er noch nicht viel meistens. Gut, das war eigentlich auch Strategie mit, ist ja wahrscheinlich halt, aber es klappt halt wirklich bei ihm fast jedes Mal im letzten. Oh, und da haben wir sie, Riebel, gelbe Flagge, Sektor 2. Was hat er denn da hat er keinen Sprit mehr. Oder nochmal schnell in die Box müssen. Falscher Hase mit auf Platz 4. Oh. Das ist überraschend. Boah, jetzt hat er da, die Kurve hat er aber schön abgekürzt übers Gras, ey. Ja. Ich gehe mal von aus, Lego nach, also Sagittario will auch nochmal sicher in die Box gehen, wenn wir auf gelbe versuchen. Mhm. Was hat er mal einen Move, den er machen könnte? Also ich denke jetzt, alle, die jetzt auf harten Reifen draußen waren, wollten sich warm fahren oder. Das ist auf jeden sonst Fall. Irgendwas. Aber ich glaube, jetzt ging Schluss, wenn sich alle nochmal eine Zeit auf gelben Reifen fahren. Weil halt nur mit den gelben ist man halt am schnellsten. Auf jeden Fall, wenn die gelben noch frisch sind, dann ist es am besten. Ja, Silas hat auch eine Zeit gefahren, inzwischen 1,27,8. Ist zwar gut knapp am Wolf dran, aber da ist, denke ich mal, auch noch Luft nach oben. Weil alles sehr eng ist im 1,27er Sektor. Von Platz 2 bis 9, also. Aber eine Sekunde. Und ja, bisher sieht's für Mercedes nicht gut aus, ne? Von den Platzierungen her. 11 und 14 aktuell sind sie auch, glaube ich, das 10-platzierte Team von Punkten in der Konstrukteurswertung. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Von der aktuellen Tabelle sind sie die letzten, ja. Ja, danach müsste Williams kommen und. Ja, Taser konnte sich fast gar nicht verbessern. Um 4000stel konnte er jetzt da was rausholen. Keine extreme Verbesserung. Nein, das ist praktisch gar nichts. So. Die Frage ist jetzt, wer geht jetzt nochmal rein und holt sich jetzt nochmal frische Reifen? Und wer denkt jetzt schon, dass er alles gegeben hat und bleibt in der Box? Ich glaube, wenn es Dino an die Box schaffen wird, wird es auch versuchen, denke ich mal, auf jeden Fall. So, Kian und Rimes, die müssen es eigentlich auch noch mal sicher versuchen. Auf den Zeiten können die eigentlich nicht zufrieden sein. Nein, glaube ich auch nicht. Da muss, denke ich mal, noch was kommen. Ja, Kian fährt gerade, mal gucken, wie das von den Zeiten das aussieht. Dritter Sektor. Starten Ziel, ja, aber auch nicht viel verbessert. Ein Zehntel hat er sich verbessert. Schauen wir mal Taser zu. Kommen wir jetzt in die Stove-Kurve gleich.
Ich warte noch auf das Just Rhymes, das endlich rausfährt mit weichen Reifen. Hm. Und dann eine gute Zeit auf den weichen fährt. 2 Minuten lang dazu noch. Taser geht in die Box. So. Größteil ist jetzt an der Box und wird jetzt wahrscheinlich frische Reifen. Meist werden es alles mal, wenn es alles mal geben wird, die meisten. Da kommen sie schon raus. Am Haas ist rausgekommen, habe ich gesehen. Und Force India ist auch nochmal raus. So, Levi ist auch mal leicht verbessert von seinen Zeiten. Das könnte eine leichte Verbesserung werden. Und Williams kommt auch nochmal raus. Ja, jetzt wird nochmal alles gegeben. Ja. Weil ich überraschend finde, wenn es dabei bleiben würde, dass Cola Platz 2 halten könnte damit. Das wäre in meinen Augen eine relativ große Überraschung. Aber ja, konntest du auch bestätigen im letzten Rennen. Im letzten Qualifying auch im Rennen dann leider durch eine kleine Kollision damit auch Plätze verloren. Levi ist raus. Levi ist raus. Warten, dass ich rausgerät. Sektor 2. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Und ich glaube, wenn ich es richtig gesehen hat Cola auch keinen Sprit mehr. Ja, viele haben keinen Sprit mehr, das ist erstaunlich, finde ich. Also, es gibt immer wieder 1-2 Fahrer. Ja. Es gibt dann immer wieder 2 Fahrer, die 2 Sprit, nicht 2 Sprit, die keinen Sprit haben, aber das halt so viele sind, die ohne Sprit hier draußen rumfahren. Mhm. Ja. Ja, kann das sein, wenn man das mit dem Sprit hat falsch kalkuliert, dann hat man plötzlich in der Outlap dann doch weniger, als man eigentlich dachte. Ja, falsch spekuliert. Was macht denn der Hase eigentlich? Ja, für eine neue Bestzeit wird es nicht reichen. Glaube ich auch nicht. Nee. Um Längen nicht. Aber ihr Welt, der muss auch nochmal liefern. Ja, der so. Wird jetzt gleich mal seine letzte Runde gehen, jetzt, wenn ich das richtig habe, ja. So, und ich erwarte jetzt noch einiges von Ölmpur. Just Rhymes. Aber auch Just Rhymes verbessert seine Zeiten auf dem gelben. Auf dem Wasser in Bezug auf den ersten Sektor nicht wirklich. Um 1/10 konnte er sich jetzt verbessern. Mhm. Wir wissen natürlich nicht, inwiefern er sich auf Silverstone vorbereitet hat. Also es gab 2 Testrennen, glaube ich, was ich mitbekommen habe, aber ich weiß nicht, ob er dabei bei allen dabei war. Oh, Taser ist raus. Taser ist raus. Fahrerisch oder so raus? Oh, da schießen sie sich alle gegenseitig raus. Also nicht gegenseitig. Aber ja, ich weiß nicht, wie das meinst. Schade. Und sein Gitarre hat verbessert mit gelben, glaube ich, auf 1:26.024. Eine sehr starke Zeit, wie ich finde. Boah. Direkt die beste Rundenzeit rausgeholt. Aber direkt. Aber sieh, das ist auch noch. Nochmal das für Tourette an. Wie viel er jetzt rausholt. Wieder gelbe Flagge in Sektor 3. So, Silas, was macht Silas? Bei dem könnte es auch noch eine bessere Zeit werden, das wird dann sehr knapp noch. Aber er kommt zu weit, glaube ich, nach außen. Nee, ist auch raus. Wahrscheinlich wollten sie zu viel, ein bisschen zu viel Gas auf dem Gaspedal und schon rutscht das Auto weg. Das ist auch noch ein 1:26.898. Gefährlich für Sir Tourette. Wenn der sich nicht noch verbessern kann. Nee. Das hat nicht gereicht für eine Verbesserung. Ja, und dann warten wir noch auf Legolas. Aber der ist in der Outlap. Ja, bei dem ist es eigentlich scheißegal. Platzstrafen gab es ja auch keine, zumindest habe ich keinen mitbekommen, also wird sich ja auch nicht viel dran ändern. Ich habe auch keine gesehen. Ich finde es überraschend, dass Cola und Hase weit oben stehen und ihre nur Platz 4 sind Qualifying. Ja. Ja, damit sind wir gleich am Ende jetzt. Ah, sind wir auch gleich am Ende. Dann sind wir hoffentlich gleich das Endergebnis im Qualifying und dann müssen wir uns dann bei den Rennen sehen.
es hat halt schon, was mich jetzt wirklich überrascht hat, war jetzt, dass sich die mit den harten Reifen rausgefahren sind, nicht sonderlich gut verbessert haben. Also, da haben wir die Tabelle auf Platz 1, Regulars Agra Sagittari, auf Platz 2 Sir Tourette, Silas Platz 3, Ehrenwelt nur Platz 4, Kola auf Platz 5, der falsche Hase auf dem 6. Platz, Negi auf Platz 7, Rhymes noch auf Platz 8 gekommen, der Wolf auf Platz 9, Levi wieder auf Platz 10, Servus Agra Crowns auf Platz 11, Taser Platz 12, Kilian Platz 13, Ölmpur Platz 14, Ulf und, ja, und Ulf auf dem letzten Platz. Ja, damit haben wir es. Das wird, wenn man sich so die Zeit, also die Abstände anguckt, dann wird das sehr interessant an gewissen Stellen jetzt wahrscheinlich nicht werden im Rennen. Ja, da freue ich mich drauf. Wird das meiste im unter 2 Sekunden Sektor halt auch vom ersten. Aber ich sag, dann sehen wir uns gleich beim Rennen. Bis gleich. Da sind wir wieder mit der Einführungsrunde. Wie immer wieder bereit. Oh, ups. Erstmal meinen Popschutz gehauen. ja, wie wir hier sehen, ist die Einführungsrunde. Das Wetter ist leicht bewölkt, aber relativ klar. Also ich gehe mal von aus höchstens leichten Regen, aber mehr gehe ich mal von nicht aus, wenn es überhaupt kommt. Und ja, wir sehen ja eigentlich alle auf weichen Reifen, außer Ulf. No. Der natürlich wegen seiner Runde halt jetzt Medium-Reifen nehmen musste. Ich bin gespannt. Ich nehme an, er wird eine Einstop-Strategie hinlegen, ansonsten würden weiße Reifen keinen, also Medium-Reifen keinen Sinn machen. Ich mache auch stark von aus. So, da kommen sie wieder rein. Jetzt heißt es natürlich, Reifen warm machen und die optimalen Temperaturen treffen. Das dass man nachher einen guten Start hat. Was ich auch schon mal krass finde, bisher ist noch keiner disqualifiziert worden von der Einführungsrunde. Das schafft meistens immer irgendjemand, aber bis jetzt noch nicht. Vielleicht, weil heute, vielleicht wollen heute alle den Co-Kommentator, also mir, einen guten Eindruck hinterlassen. Ja. Naja, so ein guter Eindruck. Ne? Als ich angefangen habe, war es auch so, in den ersten zwei Rennen ist keiner rausgeflogen. Gut, ich bin erst aber erst dazu gestoßen, weil wenn man es drin hatte, Stromausfall draußen, Strom war mitten im Rennen. Ist doof, aber gut. Ja, das ist wirklich doof. Ja. Ich bin jetzt auch gespannt, wie die Fahrer in die erste Kurve gleich direkt reingehen werden. Mhm. Ich finde schade, dass man keine Sicht von oben direkt auf das Geschehen hätte. Also hat, weil dann hätte man einen viel besseren Überblick, was so in der ersten Runde, also in der ersten Kurve direkt passiert. Das hat nur die TV-Sicht von außen halt, aber. Ja. Weil ich sag mal so, die schalten relativ schnell rum, da muss halt schon. Ich mache meistens mal, ich schaue auf den dritten dann, also auf den dritten Fahrer und dann gehe ich auf die Außensicht, weil da hast du den besten Start, finde ich. So, und damit ist. Da sehen wir das Licht und das Rennen ist in wenigen. Ja, okay, damit ist es eröffnet. Also, der große Preis von Silverstone ist eröffnet und da sehen wir schon, wie die meisten Fahrer rauskommen. Sagittari mit einem guten Start, meines Wissens. Ja, danach kommt der Ferrari, dann Silas. Ihre Platz 1 bis 5 hat sich, glaube ich, nichts verändert, aber Silas verliert Plätze auf der Außen. Auch wieder doch nicht. Negi verliert Plätze, Negi verliert. Oh, und hat ihn wieder zurückgewonnen. Und da liegen schon Frontflügelteile, das heißt, da hat hier schon jemand weniger an seinem Frontflügel. Der wird nur der erste in die Box gehen. Es gibt was sehen wir auf einen ersten Anhieb. Also Levi hat einen Platz verloren, Rhymes hat zwei Plätze verloren, Negi hat verloren. Kola auch. Mhm. So. Also im falschen Haas hat einen Platz gewonnen. Ja. Negi hat wirklich einen Platz verloren. Und Severus hat zwei Plätze direkt beim Start gewonnen. Nicht schlecht. Was ich auch signifikant finde, bei ihm ja verbessert. Er holt wirklich viele gute Plätze auch beim Start halt meistens auch. Aber dann reicht es am Ende manchmal nicht wegen individuellen Fehlern oder anderen Sachen oder wegen der Grundpace generell. Aber bei ihm, er ist halt ein Fahrer, der sehr viel Potenzial hat. Also Potenzial. Oh, da gibt es ganz schön viele Kämpfe. Einmal um den 6. Platz und einmal um den 8. Platz gibt es da jetzt Kämpfe gerade aktuell. Da gibt es viele Battles, ja. Die Frage ist natürlich, wie lange halten sich. Ich weiß gar nicht, ob man richtig zuschauen soll jetzt bei dem vielen Getummel. Oh, da ist jemand rausgeflogen. Wer ist raus?
Na, er verliert die Vinyl gegen die Box. Oh, gut. Nicht rausgeschmissen, sondern in die Box gegangen. Wollte schon sagen. Was holt sich, was ist die Taktik von Levi? Wahrscheinlich Frontflügel abgefahren. Ja, ich glaube, das wird nicht seine Taktik gewesen sein am Anfang, aber gut, er wird jetzt bauen müssen, was er umbauen müssen mit seiner Taktik. Ja. Ich nehme jetzt an, jetzt gibt's Hartreifen, das heißt, er will fertig fahren jetzt mit denen. Kann vielleicht von Erfolg gekrönt sein, kommt halt drauf an. Wie kommt drauf an, wie er das mit dem Reifenmanagement hinbekommt. Ja. Was aber auf jeden Fall schwer wird, ist da in Zeiten rauszufahren, im Gegensatz zu den anderen mit Mediums. Das ist. Ja, weil die Harten sind ja doch im Vergleich schon ja, ziemlich langsam. Das ist halt das Problem, was ich sehe ja auch. So, das Feld hat sich wieder einigermaßen sortiert. Einigermaßen, ja. Negi gibt den Platz noch wieder ab, aber ist gerade im Battle. Premium Scoreboard zumindest. Die sind nicht mehr in dem Battle. Nee, das ist doch bei mir verpackt angezeigt. Wir sind jetzt ganz nah dran noch. Aber ich bin gespannt, wie lange diese engen Battles oder die engen Abstände noch bleiben werden. Also bis wann die sich aufgeben werden, die Plätze. Na, da Taser sieht man schon, macht Druck auf Severus. Da kommt schon das erste Überholmanöver jetzt von Taser, aber da hat er zurückgezogen. Da hat er frühzeitig gebremst. Da geht so jemand in die Box. Severus geht in die Box. Grounds geht in die Box. Da gibt's wohl den nächsten Versuch, auf harte Reifen umzusteigen. Das ist. Gab's da schon eine Kollision ganz am Anfang, die wir möglicherweise nicht gesehen haben, also. Und Kilian macht den Zug auf Taser natürlich. Der möchte jetzt da vorbei. Der möchte jetzt weiter nach vorne. Kilian wird es versuchen. Ihm geht es auch um die Punkte. Ah ja, jetzt. Oh, und da gibt es ein Battle um den siebten Platz. Also 7 bis 9 ist ja eigentlich im Leben. Hier der Wolf. Ganz schön knapp. Da wollte er außen überholen. Hat aber gemerkt, dass er da keinen Schnitt dagegen hat und hat zurückgezogen. Da gibt es wahrscheinlich auch einen Platz. Jetzt geht es gleich in die Maggots und Baggots Kurven. Oder ich glaube, gibt es einen Reifenkontakt sogar. Rams verliert aber nicht das Ruder, aber verliert Zeit und die Kurve. Bei wem guckst du zu? Ich war gerade bei Rams drauf auf der Ansicht. Okay. Silas und die Rivals. Vorne, es gibt auch ein Battle mit 3. Da kommt die Rivals ganz, ganz, ganz schön weit draußen. Aber er hält den Platz für Silas. Ja, ich weiß nicht, ob er den Platz zurückgeben muss. Und der falsche Hase kann davon auch sehr gut profitieren. Ja. Also, wenn die beiden Fehler machen, dann ist er da auch. Ich glaube, das war gut. Der lachende Dritt im Bund. Das so kann man es eigentlich sagen, ja. So. Aber was ja auch ein Faktor ist, denke ich, halt so das Reifenmanagement. Also wer wie gut mit seinen Reifen fährt, wie sparend halt, wer länger fahren kann mit seinen gelben. Ja, und wer auch vielleicht eben von seinem Setup her da ein besseres Setup hat, da halt, ja. So, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, tschechische Krankheit. Naja, eher weniger tschechische Krankheit, okay. Aber... Wer will ich ja, wenn ich Mühe safte. Also jetzt wir haben jetzt drei Leute auf den harten Reifen jetzt. Olf ist schon wieder in der Box. Ja, der macht immer wieder Unfälle. Oh je. Ja, also es ist wenig verwunderlich, dass diese Person noch keine Punkte hat. So, und da haben wir jetzt ein Dreier-Battle in den vierten Platz. Aber ganz vorne soll man auch nicht vernachlässigen, dass Sotorit immer noch sehr nah an Sagittari dran ist. Die Frage ist halt eben, wie lange noch? Wie lange kann er die Reifen jetzt so jetzt belasten? Weil wenn man hintereinander herfährt, dann ist halt die Luft schlecht und dadurch wird die Reifenabnutzung höher. Die Frage ist, wie lange macht er das noch? Wie lange riskiert er hier einen erhöhten Reifenverbrauch? Oder geht irgendwann zurück und steckt zurück? Und achtet da eher aufs Reifenmanagement. Wobei das ist jetzt die Frage. Ja. Weil man halt sagen muss, so Tourette hat auch schon mal in Frankreich die Gelegenheit, den ersten Platz durch zu einer 13. Runde stark gekämpft in Frankreich. Wie du jetzt erwähnt halt gegen Iribe, aber hat es dann leider nicht ganz geschafft. Vielleicht lag es aber an der Grundpace, ja, warum in der damals. So
so. Und ich finde es erstaunlich, dass gut, Irewe hat jetzt Platz 3 nach wie vor. Aber mal gucken, was Irewe hier noch macht. Aber Verbrennungen von Irewe, das hat Zeit gekostet jetzt. Aber er sagt das selber. Ich hatte mit ihm auch erst letzte Woche im Interview geredet über seine technischen Schwierigkeiten in der vorletzten Runde halt. Aber dann hat er gesagt, Großbritannien, Silverstone, siehst du es eingestrengt. Aber inwiefern sich das auswirkt, kann man noch nicht absehen. Okay. Just Kilian, da gibt's Überholmanöver. Kilian, na, da hat er gebremst. Da hat er. Ich glaube, da hat nämlich Taser die Tür zugemacht und da ging auf Nummer sicher und hat abgebremst. Flugentscheidung. Und hat kein DAS, kein ERS mehr. Muss aufpassen, wie er das managt. Taser hat noch richtig viel dafür. Der kann noch ordentlich was machen. Bei dem hat der 70%, glaube ich. 60-70. Ja. So, Rhymes ist aber sehr nah dran an Wolf. Das glaube ich auch gerade ein Überholmanöver von den beiden. Es bleibt eng, es bleibt wirklich eng. Zwischen jetzt vor allem dem 8. Platz ist es eng. 8er, 9er. Aber auch um den ersten Platz. 8er, 9er, 10er, 11er, 4er, 5er, 6er. Das ist aktuell sehr eng hier. Und da kommt Severus langsam an Levi ran, wenn ich das richtig sehe von den Zeiten her. Ja, langsam, aber ich glaube, ich weiß nicht, ich will jetzt hier nicht schwarz machen, aber ich glaube, das wird schon fast gelaufen sein von den Punkten halt. Aber gut, das Zeitpass passt noch richtig krass an. Und Wims überholt vorzeitig erstmal den Wolf, aber kann, glaube ich, die Runde nicht halten. Ja, die Frage ist halt, so ein Boxenstopp, der durchschnittlich 28 Sekunden, das kostet so viel Zeit. Ja. Wenn man hier sieht, Levi ist jetzt 35 Sekunden hinter Ölmkur. Es wird schwierig sein, noch in die Punkte zu kommen. Da müssen schon grobe Fehler passieren. Möglich ist es, definitiv. Aber es ist sehr schwer. So kann man das auf jeden Fall unterschreiben. Rams kommt sehr nah an Wolf dran. Oh, fast Kontakt. Ja gut, aber jetzt bremst du relativ früh ab, hatte ich das Gefühl gehabt, also der Wolf. Wo man jetzt sagen muss, der Wolf, der hatte schon häufig in dieser Saison viele Bälle, jetzt gerade auch zum Defenden halt. Das ist halt die Frage, aber es ging Rams halt auch schon oft. Was können wir denn da einfach Taser ist hinten und wartet. Der kann die beiden nicht in die Haare kriegen, ja? Er kann davon profitieren. Er kann auf jeden Fall viel davon profitieren. Und der falsche Haar ist immer noch überraschenderweise auf Platz 5 nach wie vor und hält die Zeiten auch noch. Also. Ist Cola auch. So. Wirklich alle, also vor allem Platz 12, 11, 10, 8 und 9 sind relativ nah beieinander. Ja. Das Rhymes jetzt hat kurz überholt, aber verliert den Platz wieder in der Kurve. Frage ist, wie lange muss er wieder abgeben, aber was soll man komplett schaffen? Aber man sieht irgendwie schon, dass Rhymes hier ein bisschen die schnellere Kumpel aktuell gerade ab im Moment. Also stand jetzt Runde 7. Und ein richtig gutes ERS noch. Und beim Wolf sieht es ERS ganz schlecht aus. Taylor ist auch noch gut dabei. Und der falsche Hase ist jetzt an Silas dran. Ja. Und beide haben gerade einen Fahrfehler gemacht. Das könnte auch interessant werden jetzt von den nächsten Runden. Definitiv. Der Rhymes ist wieder vor dem Wolf, aber ich weiß nicht, ob er komplett durch ist. Ich bin gerade bei Cola drauf. Ja, ist komplett durch. Okay, komplett. Na, die Gegenattacke. Oh, da kommt er. Da sich sogar da beide. Ist er raus. Oh, und da hat Kilian. Da verlieren sie beide viel Zeit. Beide viel Zeit verlieren. Nicht nur der lachende Dritte, sondern auch Ölmkur war der lachende Vierte bei der ganzen Sache. Also, das ist jetzt überraschend. Also. Ja, da wollte der Wolf zu viel und hat sich da verbremst und konnte halt nichts mehr dran machen. Aber du hast den Crash, glaube ich, komplett gesehen, ne? Ja, ich habe den Crash komplett Haben gesehen. Haben beide Frontflügel geschaden eigentlich? Nein, nicht beide. Nur der Wolf könnte wird wahrscheinlich einen Frontflügelschaden haben. Bei Just Rhymes hat es nicht so ausgesehen, als hätte er einen Schaden davon getragen.
kann ja für beide Punkte kosten. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall eine komplett neue Situation hier. 8 bis 12 jetzt im Eigenkoper. Das kleine Camp jetzt mit Ölmpur. Sehr spannend das Ganze jetzt, wirklich. Absolut. Wir dürfen natürlich die restlichen Platzierungen jetzt auch nicht außer Auge lassen. Nee, falsche Art ist immer noch relativ nah an Silas. Ja, die Plätze 4 bis 6 sind auch sehr eng. Neri fährt relativ einsames Rennen und 8 bis 12 ist sehr eng. Aber jetzt nochmal zur Tourette, der kämpft immer noch Bagger gegen Ligolas, aka Sagittari. Ja, aber ich denke auch, dass Sir Tourette langsam den Gang runterschaltet. Langsam und schon. Erstmal jetzt wartet und vielleicht eben die Reifen jetzt extra schont, damit er eine Runde länger draußen bleiben kann. Und verbremst von Sir Tourette. Oh, man sieht auch, da steht er immer wieder quer, Sir Tourette. Da, er will alles geben, er gibt sehr viel. Aber es reicht nicht. Ja. Oh, schon wieder verbremst. Vielleicht ist einfach auch ein Stück weit Konzentrationssache auch, ob er es schafft oder nicht. Das ist auch eine Sache. Und die Reifen, da spielen halt auch noch einen Faktor mit. Wobei die gleich alt sind, aber die werden auch nicht mehr so super sein nach neun Runden. Nein, es gibt halt immer noch die Möglichkeit des Undercuts. Muss man natürlich auch noch in Erwähnung ziehen. Da bin ich gespannt, ob er so eine Taktik in Erwägung zieht. Wenn die klappt, ist es sehr gut für ihn. Aber wenn es nicht klappt, wird es schwierig. Ja. Aber man sieht auf jeden Fall die Kurve nicht mehr so gut. Na, Kula ist auch sehr nah dran am Hasen. Das könnte jetzt Kula könnte sogar versuchen, aber macht es noch nicht. Nee, traut aber sich auch nicht. Nee. Dreht sich leicht um den Curve, hat Glück und ja, die beiden gehen in die Box. Und da ist Sir Tourette da mit dem Undercut-Versuch. Das wird wahrscheinlich ein Undercut-Versuch. Jetzt wird das funktionieren? Das ist jetzt die große Frage. Weil sie das von der falschen Hase auch machen. Also. Ja. Frage ist, und was bekommt Sir Tourette jetzt für Reifen? Das ist die Hauptfrage. Er bekommt weiße Reifen. Das heißt, Zwei-Stopp-Strategie. Und da hat er vergessen, Gas zu geben. Da hat er vergessen, um die Kupplung zu drücken. Das kostet auch nochmal richtig Zeit. So, ich bin jetzt bei den. Ligolas. Bei der größeren Gruppe. Ligolas, Irivel, Cola, Negi, Taser bleiben alle draußen. Killian auch. Die läuft sich jetzt da im Battle. Bleiben alle draußen, gehen wahrscheinlich erst eine Runde oder sogar vielleicht zwei Runden später rein. Die Frage ist, in welchem Verhältnis steht das mit den aktuellen Reifenabnutzungen? Die sollten nach 10 Runden jetzt schon einigermaßen hoch sein. Eigentlich ja. Gut, wir werden mal gucken, wer hat Reifensparender fährt, ist auch die Sache. Das können wir jetzt nicht genau analysieren. Ja. Wir sehen halt leider die Reifendaten nicht. Ja, bei Rhymes ist das eher als richtig gut, da können sie noch Kippen schnell holen. Aber auch ja, da sieht man, da kämpft er mit den Reifen. Mhm. So. Gucken wir mal hinten aufs Feld. Sir Tourette. Mal innerhalb des DRS-Fensters, außerhalb der Wolf. Der kann Zeit verlieren. Da könnte es wahrscheinlich im Battle um den 9. Platz gehen. So, Rhymes ist auch fast mal vorbei. Kommt übers Gras nach dem Kurf, aber muss hinten abgeben. Dann geht auch in die Box. Und jetzt gehen wir zu Sir Tourette. Jetzt gucken wir, funktioniert das mit dem Undercut oder war das ein Griff ins Klo? Der muss jetzt noch gute Zeiten rausfahren. Ligolas kommt jetzt raus und Sir Tourette ist. Er kommt sogar unter Silas raus, ey. Kann man so hören. Das heißt, der Undercut hat sich nicht gelohnt. Für Sir Tourette hier. Nee. Frage ist jetzt halt von Reifentemperaturen her, könnte er hier noch die Nase vorn haben, weil er halt wärmere Reifen hat. Und ich weiß nicht, ob das so viel jetzt hier ausmacht, bei dem riesen Abstand schon. So, in die Box sind jetzt alle gegangen, außer Negi und Ölmpur. Ja, das sieht man auch das, was ich prognostiziert habe. Also auf 5 Sekunden sind sie jetzt rangekommen, aber näher rankommen werden sie wahrscheinlich nicht. Da müssen die anderen Fahrer schon grobe Fehler machen.
Ja, auf jeden Fall. So. Oh, der Ölmpo ist noch auf gelbem Reifen und jetzt versucht natürlich Legolas mit seinen frischen Reifen den Ölmpo jetzt zu überholen. Das gelingt auch. Ja, jetzt, ob es nicht zu schnell ist und da Ölmpo noch zurückschlagen kann. Nein, kann er nicht und da geht Ölmpo jetzt in die Box. 12 Runden, mal schauen, wenn man einen schnellen Boxenstopp macht, aber wird relativ weit unten rauskommen, schon 9-10, denke ich mal. Oh. Ja. Ich bin auch gespannt, wo Neg jetzt rauskommen wird. Ich vermute mal, das wird so Platz 7 werden für Negi. Ah, Platz 7 war nicht schlecht mit Ball. Richtiger Wahrsager hier. Ich habe ja meine Zauberkugel nebenbei stehen. Ja, stimmt, das so. Kannst dann reinschauen und sagst, Platz 7. Da ging er zu schnell in die Kurve, da wollte er zu viel. Platz 2 bis 4 ist auch relativ eng, was man hier sieht. Ölmpo jetzt mit dem neuen Reifen muss sie erstmal warm kriegen jetzt. Definitiv. Beim sogar jetzt hinter dem Wolf aktuell. So. Und Taser hat sich gut nach vorne gekämpft, muss man sagen. Ich meine, von welchem Platz ist er gestartet? 12. Mercedes war ja relativ weit hinten, ja. Aber 12. 12 war, okay. Ich finde es erstaunlich, dass bisher auch noch keiner rausgeflogen ist. Das ist auch noch interessant. Geben sich alle Mühe heute. Und Legolas aka Sagittari. Okay, gut, ist egal. Iri war die schnellste Runde. 1:30.047. Mit einem Medium sogar. Ich wollte sogar ansprechen, dass Legolas das gerade gemacht hat, aber als ich geredet habe, hat sich es nochmal geändert. Boah, und Iri will jetzt fehlen beim Bremsen. Da kommt Silas immer wieder näher ran. Da muss jetzt Iri will aufpassen, dass er nicht noch mehr Fehler macht. Ansonsten wird das ziemlich knapp zwischen den beiden. Schon. Gut, Reifen sind ungefähr beide alt, zwischen Platz 1 und 2 ja auch. Gelbe Flagge in Sektor. Ölmpur ist raus. Ölmpur. Mit wem hatte er Kontakt? Ich habe es nicht genau gesehen, ich war bei Silas raus. Vielleicht kommt er hoch, möchte auch was sagen, kann sein, aber ich gehe mal, es wäre so eine Möglichkeit, dass er vielleicht mit dem neuen Reifen nicht oben nicht zurechtgekommen ist und dann vielleicht einen Unfall gebaut hat. Kann sein. Kann sein. Hm? Dass er einfach zu viel wollte. Ja. Beide rausgekommen aufs Gras, das hat jetzt viel Zeit gekostet, das Sieger. Ja. Gut, für Mercedes ist es nicht so ein gutes Rennen machen, weil es müssen sie halt auf Taser hoffen, dass der jetzt halt noch Punkte rausholt. Boah, dass er dafür keine Verwarnung bekommt. Beide relativ spät gebremst. Ja. Quersteher jetzt beim Rausbeschleunigen von Silas. Also Silas, dann will es versuchen, auf jeden Fall. Und es ist so im Bereich. Silas echt? Ja? Ja, es ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen, also wenn ihr Platz 2 holt. Ja. Da muss Silas aber jetzt echt aufpassen mit dem Rausbeschleunigen, weil wie man sieht, kommt er relativ weit raus immer beim Beschleunigen. Da dreht er sich wieder. Quersteher. Und das heißt, er muss aufpassen, dass er keine Strafe aufgebombt bekommt. Wegen Überschreiten der Streckenbegrenzung. Das musst du aufpassen. Das wäre ärgerlich. Vor allem bei der Top 3 Platzierung. Ja, der würde auch so zu Red profitieren, wenn es noch dumm läuft, der falsche Hase. Das wäre richtig ärgerlich. Na, 12 Runden noch, haben es die Hälfte jetzt geschafft auch schon. Kann noch ein bisschen was passieren. So. Der Wolf und Rhymes sind auch noch nah beieinander. Oh, und da hat er jetzt gut wieder aufgeholt auf die Riesel.
Kommt wahrscheinlich jetzt. Vor allem zu Künz versuchen, kommt extrem nah an Wolf ran. Oh, Just Rhymes auch da hinten. Ja, die sind extrem nah ran, versuchen es auch, aber klappt nicht ganz. Bis auf wenige Meter kamen sie sich sogar ran, oder Zentimeter sogar schon. Ich schau mal bei um den Kampf bei Platz 10 zu. Ach, schau mal, was da jetzt passiert. Jetzt verbremst sich leicht. Also ja, der Wolf hat nichts. Und Rhymes versucht es, aber ich glaube, er wird es nicht ganz schaffen. Er wird es, denke ich mal, nicht ganz schaffen. Weil er dann ist auf der Außen auch. Ja. Ui, das war fast eine Berührung von Evil. Und um auf Platz 9 und 10 zurückzukommen, aber ich finde es auch krass, dass der Wolf und Rhymes zeitgleich auch auf Taser ankommen von den Zeiten. Ja. Oh, da gibt es einen Kontakt. Da gab es einen leichten Kontakt mit dem Wolf. Kommt sogar leicht an. Nicht wirklich rausgeflogen. Es gab einen leichten Kontakt mit dem Reifen, dann ist er leicht aufs Kiesbett gekommen, aber konnte sich fangen. Verliert halt Zeit und Tempo auch, aber. Mhm. Glück im Unglück, würde ich mal sagen. Das heißt, er hat wieder Reifen sauber bekommen. Und dann wieder nach vorne pushen. So. Das ist aus dem DRS-Fenster raus. Jetzt musst du gucken, dass er ins DRS-Fenster kommt. Und natürlich den Vorteil vom DRS zu bekommen. Definitiv. Also Silas ist auch extrem nah dran an Evil. Also besseres ERS. Das Feld ist jetzt relativ aufgeteilt. Es gibt jetzt vor allem einen Platz, den Kampf von Platz 2 und Platz 10. Ja. Obwohl auch der Kampf jetzt eigentlich durch den einen und durch die eine Berührung jetzt relativ abgeflacht ist. Man könnte aber auch in den letzten 5 bis 7 alles auch, das heißt, ich auch keine Bells, aber alles knapp im Verhältnis, knapp 2 Sekunden halt auch. Und ja. Kann auch noch was passieren, wenn da einer Zeit verliert oder die Reifen weit schlapp machen. Wenn man jetzt mal anguckt, dann ist Legolas, jetzt bei, also wenn wir jetzt ein Fazit rausziehen, dann ist Legolas auf dem ersten Platz. So wie er gestartet ist, fährt jetzt gut weg. Und ja, Irivel ist 2 Plätze nach vorne gekommen, dafür hat Sir Tourette 2 Plätze verloren. Bedingt durch den versuchten Undercut, der leider nicht funktioniert hat. Ich hätte es ihm gegönnt. Ja, würde auf jeden Fall viel spannender machen. Fajas hat den Platz gewonnen, Cola hat den Platz verloren. Taser hat ganze 4 Plätze gewonnen. Die Frage ist, er muss es halt auch durchziehen können. Er hat schon häufig in der Saison auch schon gute Rennen gehabt, aber es am Ende meistens unglücklich rausgeflogen oder aus den Punkten noch gefallen. Ja, Kontinuität ist da ein wichtiges, das auch ein wichtiges Stichwort, ja. Auch gut auf Platz 1, also sind wir so knapp 6-7 Sekunden, also im Normalfall, also nach menschlichen Ermessen würde ich jetzt schon fast sagen, es sei denn, es sollte noch irgendein Fehler passieren oder irgendwas extrem krasses jetzt noch, würde ich sagen, Legolas oder Sagittari wird hier in Großbritannien gewinnen. Denke ich mal nach menschlichen Ermessen. 2 bis 4 würde ich noch nicht festlegen. Ja. Möchte ich eigentlich auch noch nicht festlegen. Aber auch 11 bis 14 darf man noch nicht festlegen. Weil wenn man das jetzt so anguckt, kommt Levi immer also irgendwie näher an Kilian ran. Ja klar, aber es sind gut 8 Sekunden. Das kann man auch noch aufholen in 10 Runden. Das ist ja auch possible, aber ich guck gleich mal auf die Reifen, wie sieht's mit denen aus? Na gut, 14 Runden alte harte Reifen. Ist auch ein Faktor. Vielleicht geht die Strategie auf, weil 8:11, ja okay, Levi verliert jetzt pro Runde eher Zeit, dass er gewinnt. Oh, Rhymes ist wieder extrem nah dran. Ich glaube, die hat eine Zeit lang funktioniert offenbar. Sind wir da beim Battle von Just Rhymes und der Wolf. Und Taser. Ja. Der ist ja jetzt auch noch mit dem Spiel. Da ja, stand der Quer beim Ausbeständigen. Ja, Taser kann sich aber noch nicht ganz distanzieren, was man ja erkennt auch. Von dem Battle der beiden. Ja, der Wolf hat halt ältere Reifen. Fehler von der Wolf. Ja, der hat sich fast sogar berührt nochmal. Wie gibt's die Wiederholung vom Crash? Ich glaube, Rhymes möchte das gerne vermeiden, wieder eine Berührung. Ich glaube, da kann es nochmal abzufliegen. Definitiv. Ja. Für beide halt unvorteilhaft. Also. Würde beide viel Zeit kosten. Wenn es überhaupt Plätze oder das Rennen? Na gut, wir rennen auch Plätze.
Wenn wir jetzt hingucken, hat Kohl und Negi, da war Abstand vor beide, bei beiden um die, um die 2 Sekunden rum. Haben jetzt beide den Abstand konnten ein bisschen verkleinern. Taser tritt in die Kurve, sie geht tritt in die Kurve mit 4 Pace und Taser verliert an Plätzen. Weiter kommt bei Negi drauf, hab nicht, wenn es um den Crash kommt, den habe ich leider nicht ganz gesehen. Ich glaube kein Clash, war auch keine Kollision. Einfach nur sorry. Ich war drauf. Okay. Es war eine gute Überholung. Taser hat halt leider kein DRS und hatte deswegen keine Chance und konnte gegen die Attacke auch nicht wirklich was tun. Ah, der wollte halt absolut. Redo. Ja. Jetzt hat halt Taser und Just Rhymes haben jetzt beide DRS und der Wolf halt nicht. Also das wird, wenn die beiden nicht der Rest vom Rennen so hintereinander bleiben und beide vom und alle drei das vom Reifenmanagement her gut hinkriegen, dann wird das noch ein intensives Battle bleiben. Just Rhymes jetzt aber muss vorne, halten, kann aber Rhymes, Platz halten. Rhymes wird es vielleicht auch halten sogar, aber er muss überhaupt die Außen kommen, das wird wieder schwer. Aber guck mal, da berühren sich beide leicht, aber beide mit gleichem Kopf. Man zieht Just Rhymes nach hinten. Just Rhymes muss es hier langsam klar machen mit dem Überholen. Hat eigentlich die bessere Ausgangssituation. Hat ein richtig gutes RS und eigentlich eine bessere Grundpace. Und DRS auch. Ist halt und DRS, das stimmt. Oder Taser natürlich auch. Aber oh, und Levi. Levi ist relativ nah. Was hat. Hat der Kilian einen Fehler gemacht, dass jetzt Levi so nah rangekommen ist? Der Kilian hat Zeit verloren, 3 Sekunden, was man erkennen kann. Na, und offenbar geht die Taktik von Olf gar nicht auf. Der ist mit Abstand letzter und hat auch einen relativ großen Abstand noch. Und fährt auch jetzt eine Sekunde langsamer als die vorherige Runde. Übrigens, wir sehen auf Platz 5 und 6 übrigens Kola, der ist auch dann hier rangekommen. Nicht mal eine Sekunde mehr und sie wird verlieren ein bisschen wieder. Und da kommen Rhymes und Wolf nah beieinander ran. Kommen wieder nah ran. Also, ich kann nicht ganz, was er ewig lang gut geht. Da war es wieder in Kontakt. Ja, die Frage ist, wie lange geht's? Wie lange kann das noch gut gehen? Beide sind ziemlich hart beim Verteidigen und beim Angreifen und schenken sich hier wirklich gar nichts. Es bleibt wirklich spannend. Ich bin gespannt, wie sich das bis zum Ende des Rennens noch entwickeln wird. Noch 7 Runden haben wir hier. Ich habe schon Wasser mehr. Und man sieht jetzt hier, das falsche Haas relativ, finde ich, jetzt viel Zeit verliert. Ist jetzt 4,6 Sekunden Abstand auf Sir Tourette. Ihr Wolf verbessert seine Bestzeit 1,29,95. Ah, 5 Sekunden sogar noch, aber 6 Runden. Schauen wir mal. Da berühren sich beide wieder. Genau, können sich beide noch halten. Noch gibt es noch einen Kontakt. Wie Peter sagt, faire Rad-an-Rad-Duelle. Dann will Just Rhymes letztendlich vorbei, nehme ich an, nach der ganzen Zeit, die er jetzt hinter der Wolf verbracht hat. Das war auch schon fast das ganze Rennen eigentlich. Mit der Brechstange. Ja, reicht nicht ganz. Ja, da hat er da zurückgezogen. Ist aber auch gut so. Ansonsten hätte das hier wahrscheinlich eine knallharte Kollision gegeben. Ich würde auch gerne wissen, wie das Ingame ist, also wie die beiden miteinander reden. Also die sind ja unten halt im Channel. Würde mich auch mal interessieren. Und Levi ist jetzt relativ nah an Kilian. Ich weiß aber nicht, ob Levi jetzt nach 18 Runden mit dem harten Reifen noch die gleiche Leistung erbringen kann wie Kilian mit 9 Runden auf dem Medium-Reifen. Das war auch so eine Sache halt. Gut, verkriegt er noch bei 10 dann vielleicht, wenn er dann raus wieder Kilian überholt. So den Faktor gibt es ja immer noch. Levi macht hier gerade ziemliche Fahrfehler. Weshalb er wieder Zeit verliert. Oh, und Olf ist in der Box und holt sich gelbe Reifen. Ja, gut. Der wird es einfach nur zu Ende fahren wollen. Ändert ja eh nichts mehr am Resultat, am höchstwahrscheinlichen Resultat. Vielleicht will er noch eine Attacke auf Silvero starten, aber da muss er jetzt in 5 Runden schon recht viel, recht gut fahren. Ja, 40 Sekunden, das ist fast unmöglich, oder muss man so sagen.
Also möglich ist ja gar nichts, aber realistisch ist es nicht. Oh, Levi ist da vorbei. So, Levi. Was macht denn Levi? Ja, Levi ist vorbei. Mit einem harten Reifen. Hat sich das gelohnt jetzt? Gucken wir gerade mal ganz kurz. Positionsänderung. Ne, Levi hat jetzt einen Platz verloren gegenüber seiner Startposition. Also richtig gelohnt hat sich das noch nicht. Aber wir sehen gerade das Duell zwischen dem Toro Rosso und dem Red Bull. Platz 5 und 6, da ist Cola auch sehr nah dran. Kommt kontinuierlich näher ran. Mal schauen, ob es da noch ein Überholmanöver gibt. Cola hat halt eine Runde, also hat halt frische Reifen, hat, auch wenn es nur eine Runde ist, kann er schon mehr rausholen. Definitiv. Und noch Silas ist jetzt wieder nah an Iriven. Iriven hat offenbar ein bisschen Zeit verloren. Der war schon mal bei einer Sekunde weniger. Gelbe Flagge im Sektor 2. Sektor 2. Na, Kohle überholt. Vorerst. Cola und Flasche Hase. Falscher Hase, nicht Flasche. Flasche, ja gut. Ja. Ja gut, das müsste normalerweise auch gewesen sein, weil es 5 und 6. Gut, Negi kann wahrscheinlich auch nochmal was machen. Und die beiden Fummel sind auch wieder. 8 und 9. Ist wieder in Kontakt. Ich würde die beiden gerne nochmal im Interview haben dann noch. Ja, wenn sie zu einem Zweikampf befragen. Das kann sehr spannend werden. Es könnte jetzt wirklich nochmal, ich meine, wir sind jetzt hier langsam auf den letzten Runden. Platz 2 und 3 ist ganz, ganz unsicher. Platz 5, 6 und 7 ist auch noch unsicher. Und Platz 9 und 8 erst recht. Oh. Mit Just Grimes und der Wolf, die sich da jetzt schon fast das ganze Rennen schon in den Haaren haben. Definitiv. Grimes kommt DRS und zieht vorerst vorbei, aber er muss die Kurve gut nehmen, damit es reicht. Bei können sie sogar nicht mal gut nehmen. Oh. Aber diesmal reicht recht knapp nicht. Oh, sind beide extremer ran. Müssen sich absprechen vielleicht sogar. Was gelbe Flagge Sektor 3. Gelbe Flagge Sektor 3. Schenken sich beide wirklich nichts, aber Rhymes kommt vorerst vorbei. Und vielleicht, ich möchte hier nichts vorhersagen, vielleicht ist Taser wieder der lachende Dritte, es wäre ihm zu gönnen, weil dann würde er mehr WM-Punkte bekommen und dann würde es für sein Team nicht so schlecht aussehen in der Wertung. Definitiv. So, Rhymes, man sieht schon, Rhymes hat ein bisschen mehr Pace und das eher ist dann auch ein Faktor bei ihm. Die Frage, ja, kann er sich jetzt noch über drei Runden von nach vorne halten? Übrigens, Negi hat auch wieder falsche Nase. Und Silas ist ganz, ganz nah dran. Am Iriwel. Schauen wir da mal rüber. Es bleibt spannend. Frage ist, wer hat jetzt vielleicht das Rennen durch Sprit gespart und auch Reifen gespart und kann jetzt innerhalb der letzten Runden nochmal aufdrehen? Iriwel hat gerade richtiges Struggle gehabt. Kommt bei Maggots und Maggots schwer um die Kurven. Also kommt in den Kurven schlecht. Und sie hat versucht sogar, aber es wird höchstwahrscheinlich nicht reichen in der Kurve. Oh, das reicht, aber ganz knapp. Die ganz, Frage ist, wie kommt er aus der zweiten, aus der nächsten Kurve raus? Müssen die Kurve gucken, wie sie es nehmen. Das müsste normalerweise reichen. Da hat sich die verbremst. Und das reicht. Jetzt nochmal mit DRS, ob sich da was verändern wird, wahrscheinlich nicht. Nicht viel. Gut, die Reifen, na gut, der Sias-Reifen ist aber allerdings eine Runde älter, muss man auch mal so sehen. Das muss man natürlich auch sehen. Ist das ein minimaler Unterschied oder kann auch nochmal wichtig werden vielleicht? Und jetzt Negi ist auch wieder ganz nah an Cola. Und Negi kann auch Platz 5 pushen. Ja, das Gute an Negi ist, er hat halt. Da ist er quer gestanden, jetzt mal rauskommen. Er hat halt frischere Reifen, auch wenn es eine Runde ist. Oh. Ob er das zu seinem Vorteil nutzen kann, ist jetzt die andere Frage. Definitiv.
So. Gucken wir nochmal gespannt auf den ersten Platz. Legolas fährt hier stabile Zeiten. Verbessert sich sogar nochmal. 7,1. Das müsste auch menschlichen Ermessen nicht mehr zu nehmen sein. Nein, außer er haut sich jetzt komplett raus, indem er sich verbremst oder sich wegdreht. Definitiv. Aber der falsche Haas ist auch noch dran an neben dem Kur. Der profitiert natürlich auch wieder davon. Und Legolas mit der neuen Bestzeit. Von Niki. Niki ist aber auf Platz 7. Da ist auch ein Import, den ich jetzt auch nicht ganz verstanden habe vom Spiel und seinen coolen Hosts. Ach, F1 ist mein Netcode. Ich möchte nochmal wirklich betonen, dass Legolas jetzt mit seinen alten Reifen, die 14 Runden alt sind, jetzt nochmal eine absolute Bestzeit gefahren ist hier. Das ist krass. Definitiv. Das zeigt, wie viel Puffer er noch hat oder wie Reifen schon da wahrscheinlich umgeht damit. Muss man sagen. Cool, was war Mitz ist wieder dran, sehr nah an Weims. Berühren sich sogar, Weims dreht sich sogar, aber er kommt noch so in die Dreh, dass er nicht überholt werden kann, vorerst. Oh, und jetzt gibt's ein Battle zwischen der Wolf und Weims. Das ist schon wieder das Battle. Oh, und da kommt der Schuh, da kommt der Wolf extrem weit raus. Dass die beiden ja an Kontakten haben, ey. Ja, die beiden fighten natürlich auch. Also ich muss sagen, die sind nicht nur wahrscheinlich, sondern die sind auf einem Level schon wieder in Kontakt. Die beiden, was Formel 1 anbelangt, sind die wahrscheinlich auf einem Level oben. Und da hat jetzt falscher Hase Kohle überholt. Und da oben ist auch sehr eng. Was ich vorne halten kann, weil jetzt nachher ins DRS rein. Und da wurde er von hinten angeschoben, von Negi. Die Frage ist, ist extrem eng hier. Ah, und die Frage ist, dass Negi da vorne einen Schaden davon getragen hat, jetzt von der Berührung. Weil es hat schon ordentlich gebumst aus meiner Sicht. Oh, die Rivel, man merkt, dass die Rivel alles gibt, weil er beim Rausbeständen jetzt immer wieder quer steht. Das wird, glaube ich, nicht ganz reichen. Noch eine Runde, letzte Runde jetzt, ne? Ja, das ist eine letzte Runde. Okay, Negi kommt nochmal, versucht, zieht nochmal auf Platz 6 vorbei. Ja, der so, Wolf ist, was passiert jetzt noch? Der Wolf ist aktuell vorne mit einer Sekunde vor Reims. Case aber auch noch. Die Rivel jetzt auch, das wird so knapp. Ja. Weiß gar nicht, wo man hinschalten soll. Ja. Ich frage, es holt jetzt die Rivel und sieht das noch mit dem DRS. Oh, das wird ganz knapp und das wird wahrscheinlich nicht reichen dafür, weil er außen keine Chance dafür hat. Nee. Oh, gerade an Rad aus der Kurve raus. Außen, berührt sich auch leicht, glaube ich sogar. Ja, aber reicht vorerst nicht. Damit ist Sagittari drin, das gibt es noch wenige Kurven und dann reicht ins Ziel. Aber das ist ganz, ganz eng für sie. Das ist ganz, ganz eng. Ganz, ganz eng. So, Negi dreht sich nochmal massiv. Hat das Struggle, dass er nicht noch einen Cola verliert, aber hält Platz 6 noch. Ja, kommt Just Rhymes noch an der Wolf ran, macht der Wolf vielleicht noch einen Bremsfehler und macht Just Rhymes vielleicht noch einen Bremsfehler und Taser kann davon profitieren. Das alles Taser ist ganz noch an, also der kann es richtig probieren. Versucht sogar, geht auf die Innenseite oder? Oh, das wird hart, das Battle. Und da ist er vorbei vorerst. Ich glaube nicht nur vorerst, da ist er endgültig vorbei. Noch menschlicher Messen müsste das sein, ey. Und damit hat sich Taser noch in der letzten Runde noch einen schönen Platz ergattert. Was lange nicht für möglich gewesen ist. Also für Reims ist das absolut bitter. Also definitiv. Ja. So, wenn wir jetzt nochmal ganz kurz, bevor das Rennen jetzt wirklich ganz zu Ende ist, nochmal gucken. Auf die Positionsänderung, dann haben da einige Leute eine Position verloren, aber da haben auch einige Leute einen sehr guten Job gemacht und da 3-4 Positionen gut gemacht. Ja.
Was sind wir erstmal das Podium? Also, Glückwunsch an Legolas, also Sagittari zum ersten Platz. Zweiter Silas mit ganz, ganz knappen Vorsprung vor Iribel. Iribel Platz 3. Ist ja Neugfedern im Meisterkampf, aber gut, das war ein relativ enges Battle von vorne auch. Also. Ich muss sagen, wäre das jetzt weitergelaufen, wäre er noch wahrscheinlich überholt worden jetzt. Das wäre auf die Reifen aufgekommen, ja, definitiv. Aber wirklich guter Job von den Jungs. Fair gefahren. Zeitstrafen gab es auch keine. Okay, da haben wir das Tableau. Also, Legolas aka Sagittari mit dem ersten Platz, Silas auf Platz 2, Erivel auf Platz 3, Surturet auf Platz 4, Falschhaus auf dem 5. Platz, Negi auf Platz 6, Koda auf Platz 7, der Wolf auf dem 8. Platz, der lachende von dem Dreierbattle, Taser auf Platz 9, Just Rhymes auf Platz 10, Levi verpasst knapp die Punkte mit Platz 11, Cerberus aka Crowns auf Platz 12, Kian auf Platz 13, Platz 14, Olf und Ölpur auf Platz 15. Ja. Das war ein sehr spannendes Rennen. Intensives Rennen. Wir werden jetzt gleich noch in die Interviews gehen. Ich denke mal, ich werde auf jeden Fall den Wolf und Rhymes interviewen und vielleicht noch Silas vielleicht noch, weil der hat aktuell einen guten Lauf für unsere Season. Ja, und dann hören wir uns gleich wieder. Jo, bis gleich. Also, im Interview ist jetzt Rhymes. Rhymes ist am Ende Platz 10 geworden, hat am Ende noch 2 Plätze verloren. Rhymes, dein Statement zum Rennen. Ja, für mich das absolute Bullshit-Game. War, ja, hat aber keinen Spaß gemacht, weil ich habe ja die ganze Zeit mit Wolf gekämpft und wurde dabei 8-mal entweder rausgedrängt, von ihm angeschoben, mir wurde ein Frontflügel kaputt gefahren von ihm und ja, hat keinen Spaß gemacht. Das war auf jeden Fall sehr eng und ich habe da viele Kontakte auch gehabt, wie du es bereits erwähnt hast. Wie siehst du dich eigentlich nächste Woche in Hockenheim? Wenn ich die Lust wieder finde, da mitzufahren nach dem Rennen jetzt, dann würde ich sagen so 10. bis 7. Okay. Ist nicht so meine Strecke, bin ich in meinem Leben vielleicht 3-mal gefahren oder so, also okay. Mal schauen. Okay. Daki, kannst du auch gerne Fragen stellen, wenn du möchtest, also. Ja, und zwar, würdest du sagen, dass du jetzt, auf welchem Platz wärst du gelandet? Wärst du jetzt nicht die ganze Zeit im Battle gewesen mit der Wolf? Muss mal gucken, wer überhaupt da war. Also ich weiß, dass ich an falscher Hase dran gewesen wäre, weil ich bin 90% der Strecke auf 70% Gas gefahren. Weil Wolf in den Kurven immer ziemlich langsam war, aber auch nicht überholbar und auf den Geraden kam ich dann halt nicht mehr ran. Und wenn, dann wurde ich halt rausgeschoben. Also 25 Sekunden weiter vorne mit falscher Hase davor hätte ich kämpfen können. Ich weiß nicht, was bei denen da vorne passiert ist. Deswegen würde ich sagen, so zwischen Cola und Negi hätte ich auf jeden Fall fahren können. Okay. Ja, gut, da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Glück fürs Rennen. Ich habe von meiner Seite aus nichts mehr an Fragen. Und ja. Danke. Bis dann. Tschüssi. Ciao. Hi. Hallo. Mit? Mit? Ja. Achso, okay, gut. Also, im Interview ist jetzt hier Mit. Mit ist am Ende Platz 8 geworden, nach einem engen, langen und sehr intensiven Battle mit Rhymes. Mit dein Statement zum Rennen. Ja, zufrieden würde ich jetzt nicht sagen, dass ich das bin, weil ich hatte absolut null Pace auf der Strecke, also wirklich null. Ich muss tatsächlich sagen, rein vom Tempo her war ich wahrscheinlich der schlechteste oder zweitschlechteste Fahrer auf dem ganzen Feld. Ich habe einfach nur Glück, dass ich ein gutes Qualifying hatte und ja, dass ich nicht zu dumm bin zum Verteidigen. Das war wirklich sehr intensiv auch. Kurz vor knapp, das hätte bei beiden auch schief gehen können. Ihr hattet ja auch einen Crash gehabt. Was war eigentlich bei der Einsituation da gewesen? Nee, waren eigentlich zwei. Ja, ich habe es eingesehen. Also, welchen denn? Ich muss jetzt wissen, welchen. Dem am Anfang. War das letzter oder erster Sektor? Letzter Sektor. Vom Stop. Ah, okay, also das war das, wo wir uns alle überholt haben danach. Ja. Da würde ich mal noch sagen, war seine Schuld, weil mein Frontflügel war noch neben seinem Hinterrad, er hat die Tür zugemacht, da habe ich sein Hinterrad mitgenommen und wir haben uns beide rausgedreht in der Pirouette. Er muss die Tür offen lassen in so einer Situation. Da bin ich ganz knallhart. Ich weiß nicht, wie Lucky das bewertet, ich habe es persönlich nicht gesehen in der Szene. Also ich muss sagen, okay, ich wäre anderer Meinung. Ja, ich weiß, es sieht so aus, aber man muss dazu sagen, dass ich der Fahrer bin, der einen deutlich späteren Bremspunkt als er hat, das muss man mit reinhalten. Also ich nehme auch die Kurven, wenn ich nicht kämpfe, später als er. Er ist ein sehr früher Bremser im Vergleich. Das ja, muss du bist, man, also bist du,
ziemlich mit der Brechstange rein. Also du bist in der letzten Kurve ziemlich mit der Brechstange rein. Und dachte ich schon, das kommt wahrscheinlich schlecht. Und dann habt ihr euch berührt. Ja. Es hat immer noch Dummel bis 8. Klasse, wirklich. Nächste Woche. Hockenheim. Grand Prix von Deutschland. Wie siehst du, wo siehst du da deine Chancen und Möglichkeiten? Mit? Bei uns? Generell für eine sehr gute Platzierung. Erst wieder in Spa. Jetzt müssten Hockenheim und Ungarn kommen als nächste beiden Strecken, ne? Hockenheim müsste, glaube ich. Da vergesse ich noch eine. Hockenheim, Ungarn, dann müsste Spa kommen, richtig? Ja. Ja. Ja, dann bin ich ehrlich. Mehr, also immer so viel mehr als jetzt, kann man jetzt auch nicht unbedingt erwarten in den nächsten beiden Strecken. Vielleicht in Hockenheim Platz 7, aber ich bin ehrlich, in Ungarn erwarte ich maximal einen Platz 10 und ab Spa werde ich dann nicht wirklich wieder oben mitkämpfen. Davor braucht man von mir nicht wirklich viel erwarten. Ich habe keine Pace auf den nächsten beiden Strecken. Na dann, okay. Wünsche dir viel Glück für Spa dann und ich wünsche dir noch ein schönes Restwochenende. Man sieht sich. Ciao. Jo. Hi Silas. Hallo Silas. Silas, du hast ja am Ende noch kurz und knapp gerade noch Platz 2 halten können, hast in der Zwischenzeit auch noch mal verloren halt. Dein Statement zu einem intensiven Rennen. Ja, mit Frame Freezes bestückt, sagen wir es so. Deswegen habe ich auch Patrick irgendwann, ich weiß nicht, Runde 5 oder so, auf der Geraden vorbeigelassen tatsächlich, weil ich keinen Bock hatte, die Saison da bei den beiden zu zerstören. Aber nach dem Boxenstopp war ich dann ja wieder dran. Ja. Und da ich gemerkt habe, dass die Frame Freezes relativ aufgehört haben. Gut Deutsch. habe ich es dann einfach noch versucht und hat dann ja noch ganz klar funktioniert. Hattest du dir mehr erwartet von dem Rennen? Nee. Nein. Eigentlich überhaupt nicht. Nee, ich habe mit Vierter oder so gerechnet. Das wäre schön gewesen. Nachdem ich gesehen habe, wie Saturette eigentlich mega. Also wie schnell der unterwegs war. Aber das war irgendwie ein Überholmanöver in der Box, nachdem ich unself-released wurde. Naja, okay. Du hast ja jetzt mehrere relativ solide Rennen, die du jetzt auch gefahren bist. Denkst du, es ist realistischer geworden oder denkst du, es ist überhaupt realistisch, nochmal auf Platz 1, 2 anzugreifen auf jeden Fall? Oder denkst du, das ist schwer möglich. Ich hab dich nicht verstanden, du bist abgehakt gewesen. Achso, gut, Discord. Denkst du, es ist möglich, jetzt nach den mehreren guten Performancen von dir, also den mehreren guten Leistungen, die du jetzt hattest, zum Beispiel jetzt in Österreich, die du jetzt hattest, oder in Spanien, gut, ist auch schon länger her gewesen, aber trotzdem, denkst du, es ist realistisch und machbar, noch Platz 1 oder 2 zu machen? ich sag immer noch nicht, aber schön wär's. Also, ich weiß nicht. Keine Ahnung, ich kann es nicht einschätzen. Ich sag immer noch nein. Okay. Bodenständigkeit. 3 ist schön. Ja. Und dann. Nächstes Rennen: Ungarn. Hockenheim. Echt? Naja, Hockenheim. Ich würde sagen, Deutsch. Deutschland! Was? Heimrennen. Was erwartest du oder was für eine Platzierung hast du im Auge? 3-4. Ich hoffe, dass ich schneller bin als Tourette und Negi. Ja, und die anderen beiden sind mal wahrscheinlich wieder. Also, Lars ist ja sowieso schneller und Patrick, ich denke mal, der ist da schnell unterwegs. Er hat ja auch gesagt, Silverstone liegt ihm nicht so sehr. Und ich denke mal, Deutschland liegt ihm besser. Okay. Deswegen 3 oder 4 wäre schön. Jo, dann wünschen wir dir auf jeden Fall viel Glück bei diesem Unterfangen. Ja, also trauer sich natürlich, also. Ja. Also viel Glück für nächste Woche und das weitere. Ciao. Danke. Tschüss. So, damit sind wir jetzt zum Ende angelangt von dem ganzen Rennen und dem Quali jetzt. Absolut richtig. Von dem großen Preis von Silverstone, also von Großbritannien. Definitiv. Ich muss sagen, war ein sehr, sehr spannendes Rennen. Wir hatten sehr, sehr viele Zweikämpfe. Wir hatten auch gewisse unfaire Zweikämpfe, wo die Tür zugemacht wurde, wo das nicht sollte. Ja, Deutsch. Ja, das war auf jeden Fall eng und an der Grenze, halt, sagen wir es mal so, auf jeden Fall. Ja. Es war spannend. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Jetzt hier zuzuschauen bei dem ganzen Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo da. Ja, stimmt, ey. Und
und liked das Video. Ja, immer liken und kommentieren. Immer liken und kommentieren. Und schreibt in die Kommentare, was wir, ich, vielleicht habe ich ja einen Fehler gemacht. Ja, immer Feedback geben. Wenn, ja. Immer Feedback geben, am besten konstruktiv, nicht beleidigend, dann hören wir uns gerne an und lesen uns das auch sehr gerne durch. Wenn ihr irgendwas im Anregung habt, in die Kommentare damit. Dem und schließe ich mich absolut an. Dann sehen wir uns ansonsten im nächsten Video und zwar dann beim großen Preis von Deutschland, also am Hockenheim. Ja. Das wird sehr interessant, wenn das genauso abläuft wie heute. Das wäre cool auf jeden Fall. Also, gut. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.